vollgepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen, hatte ich das letzte Mal die letzte Folge beendet. Und er war mit den ganzen Sachen, die ich hier eingesteckt hatte, auf dem Weg zurück zu meiner Basis. Man kann es ja noch gar nicht so nennen, es ist ja quasi erst der Grundstein. Und ich werde mal mit dem Gleiter, also nicht mit dem, nicht mit der Seemotte dahin schwimmen, sondern absichtlich werde ich mal tatsächlich selber schwimmen und auf dem Weg noch ein bisschen, auf jeden Fall noch ein paar Blasenfische einsammeln. Denn nach wie vor sieht meine Flüssigkeitszufuhr nicht so gut aus. Und da bin ich ja das letzte Mal fast, ja, krepiert, kann man sagen. Und habe ein paar super Hinweise von euch bekommen. Nämlich hat der David schön mal wieder ein paar gute Tipps beigesteuert. Nämlich, dass man die Schlingpflanzen auch essen kann. Das wusste ich tatsächlich überhaupt noch nicht. Und dass man da zumindest auch ein bisschen Flüssigkeit von bekommt. Das werde ich mir mal angucken. Vielen Dank für den Tipp. Ja. Und Kukurosa hat mir gesagt, du, pass auf, du kannst doch auch aus Desinfektionsmittel und Salz, glaube ich, kannst du dir auch ein bisschen was craften. Hier aus Chlorbleiche, genau. Und für Chlorbleiche brauchen wir Salzablagerung und Röhrenkoralle. Auch eine weitere Möglichkeit. Ich hoffe, dass ich vielleicht jetzt doch noch ein paar Blasenfische finde, damit ich das nicht suchen muss. Also, Röhrenkorallen und Salz. Aber ich guck mal, habe ich genug Platz, um hier noch was abzuernten? Ich glaube, für eine Schlingpflanze habe ich Platz. Dann gucken wir uns das doch mal an. Tatsächlich. Okay, ist jetzt nicht so viel. Da müsste man also 100 Pflanzen von essen, um auch ausreichend Flüssigkeit zu bekommen. Ein bisschen hungerstillend ist es auch. Oh shit. Also ist jetzt nicht der, die Schlingpflanzen sind vielleicht jetzt nicht der beste. Die beste Möglichkeit, um, wieder dehydriert zu werden. Aber immerhin, trotzdem danke für den Tipp. Ich wusste gar nicht, dass man die überhaupt essen kann. Insofern bringt mich das auch schon mal weiter. Ich werde trotzdem hier versuchen, noch ein bisschen was an Fischen und so weiter einzusammeln. Vor allem bitte Blasenfische. Die sind hier auch relativ schwierig zu finden, habe ich das... Oh shit. Das Gefühl, also zumindest in diesem Biom. In dem Startbiom gibt es die ja doch relativ häufig. Ich habe jetzt immerhin 4 Blasenfische. Finde ich irgendwo vielleicht noch einen? Nein. Ja, und deswegen wird quasi direkt das nächste Ziel sein, ein Gewächshaus zu bauen. Ein Gewächshausmodul. Das baue ich neben dem Bioreaktor. Habe ich mir schon so ein bisschen überlegt, wie ich das mache. Das scanne ich auch noch schnell ein. Hab noch 2 Plätze frei für Titan. Zack. Denn ich brauche jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge Titan, um meine Basis voranzubringen. Also Gewächshaus schon mal fertigstellen, damit wir dann auch die Pflanzensamen ernten können und zu unserer Basis bringen können. Und ich werde auch in den Bioreaktor schon mal ein paar Pflanztöpfe hinsetzen, um dort ein paar Bäume reinsetzen zu können, damit ich ein bisschen Fuel habe, also ein bisschen Kraftstoff für meinen Bioreaktor. Den kann ich jetzt auch fertig bauen. Zack. So, und dann hätte ich gerne erstmal ein bisschen Wasser. Und ich brauche hier auf jeden Fall in dieser Station auch einen Medikit-Fabrikator. Weil wir sehen, meine Gesundheit ist jetzt schon nur bei 50%. Und auch da würde ich natürlich gerne unabhängig sein von meiner, von dem Live-Pod. Was kostet mich denn ein Medikit-Fabrikator? Müsste ganz unten sein. Oh, wir bräuchten einmal Silbererz und einmal Computerchip. Computerchip würde mich was kosten? Wieder 2x Tischkoralle, okay. Und Silbererz bräuchte ich. Gut, dann mache ich mich gleich doch nochmal auf den Weg. Leg das erstmal ab. Und auf dem Weg... Moment, Multitasking ist jetzt wieder angesagt, was ich ja so super kann.
Zack, 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 zack. Das kann ich auch ablegen. Fisch brate ich mir gleich noch. Das kann ich auch erstmal ablegen. Oder habe ich hier noch irgendwo Silber drin gehabt? Nein. Den Medikit-Fabrikator muss ich auf jeden Fall noch bauen jetzt. Die Fackeln brauche ich auch nicht. Die nehmen auch nur Platz weg. Gold habe ich. Ich bräuchte auf jeden Fall einmal Silber und mindestens zweimal Tischkorallen, bevor ich anfange, hier das Gewächshaus zu bauen. Okay, dann brate ich mir jetzt trotzdem den Fisch noch. Zack. Und genau, ich schwimme jetzt nochmal los und gucke, dass ich ein bisschen Silbererz finde und zweimal Tischkorallen. Und auf dem Weg werde ich natürlich auch noch gleichzeitig nochmal Ausschau halten nach ein paar Blasenfischen, damit ich noch ein bisschen Reserve habe, bis natürlich hier das ganze Gewächshaus und so weiter ins Rollen kommt. Und vielleicht nehme ich doch ein bisschen Salz mit und ein paar Tischkorallen mit. Und bevor ich mich dumm und dämlich suche. Aber ich brauche vor allem Sandsteinablagerung mal wieder. Und alles, was ich an Titan finde, werde ich jetzt auch einpacken. Denn ich brauche jede Menge Titan für das Basiscrafting jetzt. Ich habe das schon genau im Kopf, wie ich das haben möchte. Also meine Basis. Ja, hier Kalkstein sage ich auch nicht nein. Kupferdraht brauchen wir für die ganzen Technikkomponenten. Da ist noch ein bisschen Salz. Mich auch mit. Aber vor allem hätte ich gern Sandstein. Ich denke, wir sollten vor allem in den roten Biomen und in dem grünen Biom erstmal suchen. Nach Sandstein. Denn in dem Startbiom gibt es das gar nicht. Deswegen schwimme ich jetzt hier lieber mal ein Stückchen nach Osten. Ein bisschen Titan. Quarz. Oh ja, Metallschrott. Sandstein, da ist Sandstein. Blei, okay. Hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Blei habe ich eigentlich erstmal genug. Ach, Gold. Oh Gott, wir haben Gold gefunden, verdammt. Sowas gibt es auch bloß in Subnautica. Da ist noch Kalkstein. Okay, ich muss erstmal auftauchen. Aber hier gibt es schon mal jede Menge Erze, das ist schon mal, oder jede Menge geologische Ablagerungen. Aber ich brauch diesen verdammten Medikit-Fabrikator, sonst muss ich jedes Mal jetzt trotzdem wieder zum Livepod zurückschwimmen. Da würde ich mich einfach gerne noch absichern. Wir hatten ja auch noch kein. Wir hatten keine weitere Nachricht bekommen. Ich hatte doch hier gerade so einen kleinen Sweet Spot. Das sah so aus, als würde es da noch ein bisschen mehr geben. An Sandstein. Ja, und ein paar Blasenfische hätte ich natürlich gerne noch. Habe ich die eigentlich schon gescannt, die bösen Beißer? Also, ihr seht, die sind ein bisschen aggressiv. Die greifen auch die anderen Fische an. Da ist erstmal ein bisschen Sandstein. Silbererz, sehr gut. Also Silber haben wir schon mal. Brauchen wir ein bisschen noch Tischkorallen. Ich scanne ihn jetzt doch nochmal ein. Und hatte ich jetzt schon Salz mitgenommen? Nope. Okay, und Tischkorallen gibt es leider nur im Startbiom. Deswegen jetzt muss ich da doch nochmal hin. Aber Titan, jede Menge Titan brauche ich. Metallschrott. Okay, einfach umdrehen. Ja, okay, pass auf, dann nehme ich doch noch ein bisschen Quarz mit. Da ist ein Blasenfisch. Verdammt, da war ein Blasenfisch, da ist er. Komm, die ernte ich jetzt nochmal ab. Damit ich ein bisschen. Verdammt. Na, sag mal. Tanzt er mir auf der Nase rum? Ich glaub's nicht. Da ist nochmal Metallschrott. Titan. Ich brauche Titan und Mass. Jetzt bin ich auch fast voll. Ich nehme mal 6-mal Tischkorallen mit. Denn Computerships werden wir definitiv noch ein paar brauchen. Deswegen packe ich jetzt einfach mal
sechs Tischkorallen ein. Also sagen wir mal vier. Ich hätte gerne noch ein paar Blasenfische. Zwei Blasenfische vielleicht noch. Da ist auch noch einer. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Okay, da sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Oder haben wir erstmal schon mal einen weiteren Computership auch abgedeckt. Und vielleicht sollte ich die Seemod jetzt doch mitnehmen. Ich habe sie gerade nicht benutzt, damit ich einfach auf dem Weg auch ein bisschen sammeln kann. Ich bin voll. Moment, ich mach mir mal die zwei Blasenfische noch schnell. Da ist noch einer. Verdammt, verdammt. Ach, ich würde eigentlich gerne noch ein paar mitnehmen. Moment, ich gehe hier ganz kurz mal rein. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, und kann ich mir noch vielleicht noch ein bisschen Platz machen, um einfach noch ein paar Blasenfische mehr mitnehmen zu können. Blasenfisch, Blasenfisch, Blasenfisch. Habe ich schon oft genug Blasenfisch gesagt? Ja, komm, machen wir einmal Glas schnell. Gibt auch noch mal einen Inventarplatz frei. Das Titan machen wir schon mal fertig. So. Einmal Kupferrad können wir auch schon machen. Dann kann ich den Chip auch schon craften, genau. Ich hatte nämlich auch noch Gold gefunden unterwegs. Haben wir auch wieder ein paar Inventarplätze frei. Und das würde ich jetzt gerne erstmal nämlich kurz mich wieder hydrieren. Gekocht. Okay, da ist auch noch ein Medikit drin. Die restlichen Plätze würde ich jetzt gerne noch voll machen, schnell. Mit ein paar Blasenfischen. Dann habe ich eigentlich erstmal genug Luft, um auch in Ruhe an meiner Basis rumcraften zu können. Oh ja, hier. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Oh ja. Warum habe ich die vorher nicht gesehen? Ich bin hier vorne rumgeschwommen und ich habe krampfhaft versucht, so ein Vieh zu finden. Habe ich noch einmal Kupfererz dabei? Ja. Vielleicht sollte ich mir noch schnell eine Batterie craften. Dafür brauche ich zweimal Säurepilz. Mein Gleiter ist nämlich gleich leer. Da. Vielen Dank. So, jetzt habe ich noch zwei Plätze. Da ist noch einer. Na, finden wir noch einen? Da ist noch einer. Super. Dann bin ich erstmal beruhigt. Dann ab in die Seemotte und dann können wir uns dem Basecrafting endlich mal ein bisschen widmen. Unser schönes Unterwasser zu Hause mal ein bisschen ausbauen. Gut. Wo ist der Sender? Ich muss auf jeden Fall nach Westen. Wo ist denn die Signal? Das Signal links. Rettungskapsel 17. Brauche ich das Signal von? Warum sehe ich das nicht? Okay, ich weiß ja, wo ich ungefähr hin muss. Hier müsste eigentlich irgendwo ein Signal angezeigt werden. Komisch. Ich mache das mal kurz an und nochmal aus. Vielleicht. Jetzt fahre ich nach Norden. Ach da, okay. Sorry. Mal wieder Tomaten auf dem Augen. So, und ich werde erstmal. Ich habe ja schon zweimal Lithium gefunden. Das werde ich erstmal an den Stellen von dem Mehrzweckraum verbauen, wo ich weiß, da kommt definitiv nichts anderes mehr. Oder da kommen nur Schränke oben drüber. Weil wenn ich erst die Schränke an die Wand baue, kann ich danach nicht mehr diese Lithiumverstärkung drüber hauen. Deswegen fallen mir gerade schon mal zwei Stellen auf. Da kann ich auf jeden Fall schon mal eine Verstärkung rankloppen. Da sollen auch keine Fenster rein. Und danach dann sozusagen da ein paar Schränke drüber kloppen.
Das mache ich erstmal als erstes. Dann bastle ich noch ein bisschen an dem Reaktorraum rum. Und dann baue ich, fange ich an, das Gewächsmodul zu bauen. Achso, natürlich vorher noch schnell den Medikit-Regenerator. Fasergewebe habe ich hier irgendwo drin, genau. Glas lege ich ab. Zack, einmal Fasergewebe können wir schnell verkraften. So. Und da habe ich auch erstmal meine Ruhe. Zack. Also jetzt sind wir wirklich komplett unabhängig von unserem Live-Pod. Das kann man so sagen. So, und dann hätte ich gerne eine Lithium-Verstärkung erstmal hier dran. Wir brauchen ein bisschen Titan. Ich nehme alles auf, was ich an Titan habe. Das brauche ich jetzt ohnehin. Ich habe noch gar nicht so viel, ne? Ach Quatsch, jetzt hab ich's abgelegt. Ich Trottel. Sorry. Zack. Die Fische verkrafte ich auch schnell. Also mein Wasser. Meine Wasservorräte. Zack. So, müssen wir jedenfalls nicht mehr durstig sein. Ah, ich habe ordentlich was eingesammelt jetzt. Achtmal. Krass, okay. Also da bin ich auf jeden Fall erstmal auf der sicheren Seite. Hier ist auch noch ein bisschen Titan drin, sehr gut. Dann lege ich hier mal das Wasser ab. Den Feuerlöscher kann ich auch ablegen. Ist auch noch ein bisschen Titan. Und hatte ich hier nicht noch irgendwo? Genau, hier habe ich zweimal Lithium drin. Die verbaue ich als erstes. So. Kriegen wir nämlich jetzt schon mal ein bisschen Struktur, wenn wir oben links, wenn ihr oben links guckt, ne, da steht jetzt plus 12,5. Und unter diesen Schränken hätte ich gerne auch noch eine Lithium-Verstärkung. Lasse ich jetzt erstmal, dann baue ich erstmal hier weiter. Okay, genau, da hätte ich gern Fenster drin. Warum kann ich da kein Fenster reinsetzen? Zweimal Glas. Einmal. Und, nee, Moment. Das brauche ich gar nicht craften. Ich nehme das dritte auch mal mit. Vielleicht fällt mir noch eine schicke Stelle ein. Und hier kommt der Durchgang hin zum Gewächshaus. Das passt ganz gut. Neben dem Bioreaktor das Gewächshaus. Hier packe ich aber auch noch zwei Pflanztöpfe erstmal rein, um dort sozusagen extra mein Biokraftstoff anzubauen. Und das sieht doch schon mal ganz nett aus hier. Mit so einem Fenster drin. Okay, jetzt passt es komischerweise. Zack. Und weil es so schön passt, baue ich hier auch die lebende Wand mit rein. Das sieht einfach mehr nach Bioreaktor aus, finde ich. Zack. Bisschen dekomäßig. Ihr kennt mich, ich bin halt so ein Schönbauer. Das darf bei mir nicht fehlen. Zack. Und hier auch nochmal. Es kostet ein Titan. Wir wollen ja nicht nur funktionalistisch sein, sondern wir wollen ja auch ein bisschen schön unsere Basis bauen. Und ich baue hier erstmal zwei Pflanztöpfe rein. Das muss erstmal reichen. Und da setze ich dann einfach so einen Palmenbaum rein. Und den kann ich mir dann bei Bedarf immer abernten und in den Bioreaktor reinkloppen. Ne? Und sollte, oder was heißt sollte, es wird irgendwann soweit sein, dieser Bioreaktor nicht mehr ausreichen. Das wird spätestens dann der Fall sein, wenn ich eine eigene Entsalzungsanlage habe. Die frisst nämlich richtig viel Strom. Dann kann ich hier einfach oben drüber oder unten drunter noch einen Mehrzweckraum raufsetzen, dass ich sozusagen ein, ja, ich sag mal ein Energieversorgungsmodul habe. Ne? Das ist jetzt erstmal die erste Ebene von unserer Basis, die wir bauen. Und wie ich mir das jetzt vorstelle mit dem Gewächshaus, das zeige ich euch auch. Und zwar hätte ich gerne nicht nur ein Verbindungsstück, ich hätte gerne zwei Verbindungsstücke. Damit es nicht so, es soll so rechteckig sein von oben, sage ich jetzt mal der Grundriss. Hier auch noch, bitte noch ein weiteres. Genau, und da haue ich jetzt noch einen Mehrzweckraum rein. Und das wird sozusagen mein Gewächsmodul. Das müssen wir jetzt erstmal fertig machen. Wir müssen dann die ganzen Pflanzbeete fertig kriegen. Damit wir, wenn wir uns zu der Insel begeben, das Zeug hierher transportieren können. Dann will ich hier vorne, will ich noch so ein Observatorium rankloppen. Das zeige ich euch mal. Das kann ich eigentlich schon mal setzen. Und hier setze ich dann so ein paar Fundamente. Und auf die Fundamente
setze ich dann so die Außenbeetkasten, dass man sozusagen von hier vom Innenbeet in dieses Observatorium gehen kann und von hier so ein bisschen auf die Landwirtschaft drauf gucken kann, sage ich jetzt mal. Das ist der Plan. Ja. Das macht, ich bin halt echt so ein, ich baue einfach gerne, ich crafte gerne, das macht mir einfach Spaß. Ist irgendwie cool, wenn man so merkt, die eigene Basis wächst und man kommt da dann irgendwie hin und wenn es ein bisschen dekoriert ist, man fühlt sich irgendwie besser. Ja? Auch wenn man es nur spielt, ist ganz merkwürdig. Habe ich noch ein bisschen Titan? Wird schon eng. Ich vercrafte das jetzt nochmal und dann mache ich mich aber auf den Weg und suche noch ein bisschen Titan. Denn wir brauchen jede Menge, um die Innenbeetkästen zu setzen. Dann setze ich hier noch ein Fenster rein. Das passt ganz gut, genau. Zack. Und da kommt dann noch die Verbindung. Also in die letzte Ecke des Rechtecks von unserer Basis kommt auch noch ein Modul. Wahrscheinlich das Lagermodul. Hierfür brauchen wir emailliertes Glas. Das habe ich noch nicht. Werde ich auch noch zeigen, wie wir da rankommen. Aber jetzt erstmal hier die Innenbeetkästen setzen. Gut, maximale Raumausnutzung. Hier erstmal eins rein. Muss ich überlegen, wie ich das mache. Ich hätte das eigentlich gerne so ein Stückchen, genau, ein bisschen in den Raum reingesetzt. Ich habe gar nicht mehr genug Titan, oder? Verdammt. Ich habe es jetzt extra mal, ne, dass man hier so reinkommt. Dann haue ich hier noch einen Pflanztopf hin. Hier noch einen Pflanztopf. Hier noch einen Pflanztopf. Ein paar lebendige, auch hier noch ein paar lebendige Ranken an die Wände, damit es halt mehr nach Gewächshaus aussieht. Das ist mir fast zu wenig. Moment, ich mach's mal anders. Ich setze den mal so ein bisschen versetzt. So. Und dann hier auch noch eins. Und dann kommt man von hier noch durch und man kommt auch hier noch durch. Und trotzdem dann noch ein paar Pflanztöpfe. Aber ich brauche jetzt erstmal noch ein bisschen Titan. Also begebe ich mich jetzt erstmal auf die Suche nach ein bisschen Metallschrott. Okay. Vielleicht ganz kurze Bestandsaufnahme. Was haben wir eigentlich noch? Das konsumiere ich schon mal. Tischkoralle kann ich erstmal ablegen. Ich werde natürlich dann noch ein Lagermodul bauen. Moment, einmal Titan, das behalte ich gleich mal im Inventar. Das nehme ich alles mit. Achso, nee, die Batterie nehme ich mit, falls der Gleiter gleich... Ach nee, der ist schon alle. Gut, dann wechsle ich hier gleich mal die Energiequelle. Dann lasse ich die leere Batterie hier. Hier hat man noch ein bisschen Kupfer. Okay, ich brauche einfach nur Titan jetzt. Titan en masse. Was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt wertvolle Mineralien nicht mitnehmen. Also hier Sandstein, wie konnte ich den übersehen? Blei brauche ich natürlich nicht, aber ich nehme es jetzt mit. Wir werden Blei noch ein bisschen im Late Game brauchen. Wenn wir nämlich, das kann ich glaube ich schon verraten, einen Nuklearreaktor bekommen. Ja, während sich Blei und Strahlung und so ist natürlich ganz wichtig. Und den brauchen wir um... Quatsch, ich habe das falsche Tool. Da brauchen wir zum Beispiel Blei, um Kernstäbe, glaube ich, herzustellen. Und ich glaube für den Reaktor selbst auch. Da wird es nochmal ganz wichtig. Scannerraumfragment habe ich schon, aber es bringt jetzt Titan. Also jetzt kann ich wirklich alles einscannen, was ich brauche, weil ich habe ja viele Scannerfragmente oder viele Teile auch liegen gelassen. Einfach aus dem Grund, weil ich ein bisschen sparsam sein musste mit meinem Inventarplatz. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt kann ich hier wirklich alles einsammeln, alles einscannen. Oh, Verkaufsautomat. Geil. Das wird natürlich was für unseren, ich sag mal, Kantinenmodul. Wir werden eine richtig schöne, geile Basis bauen. Ich habe das schon so in meinem Kopf alles mir ein bisschen ausgedacht. Ist auch noch ein bisschen Titan. Guck mal, das sieht doch schon mal vielversprechend aus, hier so ein kleiner Graben. Da ist Sandstein. Also diese Höhlen und Gräben, da sind meistens an den Wänden, sind da immer Silber, sehr gut. Es sind meistens irgendwelche wertvollen Ablagerungen. Ja, ein bisschen Blei noch. Da
ist noch ein bisschen Sandstein. Man muss natürlich auch ein bisschen die Augen offen halten. Noch mehr Silber, sehr gut. Oh, und da ist ein Käfig. Ich sag mal Käfig von Cave. Ich meine natürlich Höhle. Oh, das wird eng. Ach ja, und diese Höhle mit den großen Pilzen, die so ein bisschen rosa, sag ich mal, ist. Da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge mal reingehen. Und uns nach der Struktur, wir sind ja da schon mal reingeschwommen. Und da wurde uns gesagt, es gibt da irgendwie eine künstliche Struktur in der Nähe. Und nach der werden wir mal suchen. Ich weiß natürlich schon, was damit gemeint ist. Das ist eine Unterwasserbasis. Und da gibt es weitere wichtige Blueprints für uns. Ich mach mal das Licht an. Ja, und solche Höhlen, die sind natürlich vielversprechend. Da ist noch eine Sandsteinablagerung. Kann ich hier noch was scannen? Ja, das kann ich auch scannen. Da ist auch noch was. Und das können wir auch, diese Dinge, die können wir, glaube ich, auch abernten und als Dekoration einpflanzen. Ich habe mir, wie gesagt, die ganzen Scans jetzt noch nicht durchgelesen. Ja, ich glaube einfach, dass das jetzt ein bisschen das Let's Play verlangsamen würde, wenn ich jetzt jeden Scan vorlesen würde. Werde ich aber, glaube ich, am Ende machen, wenn ich alles durch habe. Für die, die es interessiert, einfach diese ganzen Infos nochmal zeigen, was da so... ist ja auch, steckt ja auch viel Liebe drin von den Entwicklern, dass sie da die ganzen Informationen eingetippt haben und so. Und für die, die aber das Spiel selber vielleicht auch parallel gerade spielen, das ist ganz, diese Informationen, die man da kriegt, die sind teilweise sehr nützlich, weil da steht manchmal, das kann man verzehren, das kann man nicht verzehren oder das kann man irgendwie zum Crafting benutzen. Und wir kriegen gerade eine Nachricht. Aber ich will erstmal noch meine Titanen-Suchaktion hier fortsetzen. Ja, also lest euch die Scans durch. Ich kenne die natürlich alle schon. Und es gibt bestimmt auch ein Subnautica-Wiki, da kann man das auch schon mal durchlesen. Für die, die jetzt nicht unbedingt warten wollen, bis ich das alles vorlese. Vielleicht nicht ganz so weit von der Basis entfernen. Aber ein paar Titanenteile hätte ich dann doch schon gern noch. Damit ich jetzt hier wirklich durchcraften kann. Da ist noch ein bisschen Kalkstein, auch ein bisschen Sandstein. Ja, auch mal ein bisschen auf Vorrat jetzt die Sachen einfach einsammeln, damit wir nicht jedes Mal gucken müssen, ah, was brauche ich dafür, muss ich wieder losschwimmen. Jetzt, wo wir eine Basis haben, kann ich wirklich die Sachen auf Vorrat einsammeln und einlagern. Spinte, Schränke bauen und so weiter und so fort. Haben wir nicht hier irgendwo noch einen Titan? Ein bisschen Titan? Metallschrott? Normalerweise gibt es in den grünen Biomen immer viel Metallschrott. Da kriegen wir übrigens auch sogenannte Pirscherzähne her. Ach, Lithium, verdammt. Sogenannte Pirscherzähne. Und die brauchen wir unter anderem um... Jetzt wird's dunkel. Okay, ich mache erstmal zurück auf dem Weg Richtung Rettungskapsel. Baue jetzt erstmal das Gewächshaus fertig. Das müsste eigentlich reichen vom Titan her. Und die Pirscherzähne brauchen wir, um dieses emaillierte Glas herzustellen, zu craften, was ich für diese Aussichtskuppel brauche. Na, haben wir noch ein bisschen Glück? Hier müsste doch noch ein bisschen Metallschrott liegen. Sehe ich doch schon. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass hier nichts mehr ist. Wunderbar. Doch mal kurz auftauchen. Kriegen wir noch einmal Metallschrott mit? Okay, ich muss an dieser Stelle Schluss machen für diesen Part. Wir werden uns beim nächsten Mal auf jeden Fall weitermachen mit dem Crafting. Wir werden uns auch die Nachricht anhören, die wir bekommen haben. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und freue mich aufs nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und ja, tschüssi.